Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Rollercoaster Tycoon 3 und ja, wir sind wieder bei unserem Szenario und wir machen noch mal, werfen nochmal kurz einen Blick auf unsere Ziele und ja, wir müssen noch eine Bahn Mindesterregung 5, ich gucke hier gerade nochmal rauf, die hat er hier locker, ne, 6,6, genau. So, von der Geschwindigkeit, ich weiß gar nicht, war die schnell? Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit 60, das reicht nämlich schon mal nicht, denn wir brauchen hier noch eine mit 93,6. Wenn wir jetzt nochmal eine richtig schöne Holzachterbahn bauen, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass die Mindesterregung 5 hat und unter Umständen, wenn die auch schneller als 93 ist und wir haben ja auch deutlich mehr als 500 Leute hier im Park, dann kann es sein, dass nachdem wir die Bahn fertig gebaut haben, dass zack, das komplett fertig ist, also die beiden letzten Ziele hier sofort durch sind. Bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Und ja, ich bin am überlegen, Holzachterbahn oder vielleicht eine Korkenzieherbahn. Ich weiß es selber so auch nicht. Aber ich glaube, Holzachterbahn. Vielleicht geht auch die Korkenzieher. Wir können das ja mal ausprobieren. Zur Not reißen wir sie nochmal ab. Ich hätte nämlich ganz gerne eine, die wir irgendwie hoch machen können, aber halt so schön steil. Und nicht nur mit der normalen Steigung. So, wir probieren das einfach mal aus. Dann sehen wir das ja. So, das ist einmal zum Einsteigen. Ne, geht leider auch nicht. Was ich gerade sehe, beunruhigt mich so ein bisschen. Aber wir können ja so ein bisschen in die Erde reingehen dann. So, mehr geht hier nämlich nicht. Gehen wir mal hier runter. Denn wir müssen auf jeden Fall, aber auf jeden Fall müssen wir es schaffen. Lieber in die andere Richtung. Müssen wir es schaffen, auf über 96 km/h zu kommen. Das heißt, hier muss es jetzt gleich richtig knallen. So, das sieht eigentlich schon mal ganz machbar aus. Das ist schon mal, denke ich mal, sauschnell. Muss ich gerade mal gucken, in welche Richtung geht das dann? In die richtige, glaube ich. Und wieder runter. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. So, dann in die Kurve. Und wir müssen auch aufpassen, so viel Geld haben wir nicht mehr. Vielleicht lasse ich die jetzt sogar direkt fertig werden. Jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir weiterbauen können. So, wie hoch sind wir eigentlich? Minus 13, minus 8. So, jetzt sind wir aber auch schon gleich an der Oberfläche.
So, und dann können wir eigentlich eben nochmal einen hoch, damit die ein bisschen Schwung bekommt. Dann wieder gerade. Ach, oder war die noch ein bisschen oben? Nee. Nee. Gerade natürlich hier. Nee, warte mal. So reicht es doch schon. So, und dann können wir hier nämlich... die Station bauen. Und dann geht's hier ran. So, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie sich diese Bahn hier schlagen wird. Ja, geht jetzt leider nur, ja, dann können wir es hier theoretisch auch kürzer machen, aber ist schon okay. So, reicht auch von der Länge her, finde ich. So, und da bin ich mal gespannt. Also, 96 km/h. Ach, das Ding wird abgeschossen. Ach nee, wir sind... Nee, es sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Wir sind nämlich noch hier im Spulen-Modus gewesen. So, also, wir gucken es nochmal an. Das war jetzt ein bisschen undurchsichtig, aber vorher würde ich doch ganz gerne noch einmal hier den Kettenzug beschleunigen. So, also, Ziel, Erregungswert 5. Und 96 km/h. Hinab geht's. Und Intensität, das ist mir dann ganz egal. So, das war's auch schon fast. Da hätten wir uns den ganzen Kettenzug auch sparen können. Ja, das war's schon. Ging ja schnell. So, und danach geht er dann nämlich hier, zack, einmal hier rüber. So, und dann bin ich mal sehr gespannt. Was? Im Ernst? Das ist aber mies. Fühle mich jetzt aber schlecht behandelt. Da fühle ich mich jetzt aber sehr schlecht behandelt. Kann man die nicht mit... genau. Mit Abschuss. Das ist eine super Idee. Naja, das bringt jetzt hier nicht so viel. Vielleicht ist das besser, wenn wir jetzt die Station wegmachen. Und dann probieren wir es. Dann schießen wir die einfach mal ab. Ist doch ganz egal. Die Werte müssen ja nur hoch sein. Fertig. Ob jetzt Intensität zu hoch ist, braucht uns dann nicht großartig interessieren. So, hier können wir dann... Zack. Ja, wobei, lassen wir das ruhig mit. Geht nicht, okay. So, machen wir es so. Und dann können wir hier mal ein bisschen rumtesten. Wieso geht dann nicht mehr Abschuss? Ist ja komisch. Gucken wir mal. Da sollte die im Gesamten auch ein bisschen mehr Speed aufnehmen, aber dass das hier, ich meine, das ist doch schon eigentlich ziemlich lustig, dass das so wenig Erregungsbewertung ist. Jetzt müssen wir hier halt noch ein bisschen was hinbauen. Aha, guck, zack, einmal Abschuss, das ist einfach eine Traumbahn jetzt, hoch, niedrig. So, dann machen wir ja, klar, Ausgänge, Eingang. Macht Sinn. So, dann verbinden wir das eben nochmal ganz kurz. Der Ordnung halber. Zack. Und da haben wir Tycoon und auch das andere. Und dann haben wir es. Zack, fertig. So hatte ich es mir auch vorgestellt. Wunderbar. Was mich nochmal interessieren würde, wenn wir hier jetzt natürlich dann auch nicht für 1 Euro, sondern irgendwie für 3. Wenn wir das jetzt nochmal spulen
möchte ich, interessiert mich jetzt nur mal so ein bisschen hier, wie jetzt der Park so von den Einnahmen her so weiterleben würde, wenn wir jetzt, boah, da ist wirklich einer von ganz oben runtergesprungen. So, können wir mal kurz schauen. Lassen wir hier mal nochmal März, April laufen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Also, klar, hier haben wir kein Plus oder nur ein kleines Plus gemacht. Hier haben wir Minus gemacht, weil wir halt 5600 ausgegeben haben. Das ist logisch. Und für die Bahnbetriebskosten jetzt doch in die Höhe gesprungen sind. Ja, das Geld durch die Forschung hätten wir uns auch irgendwie sparen können. 200 immer pro Monat. Da muss man einfach immer zusehen, dass man das wegmacht, wenn man es nicht unbedingt braucht. Aber wie wir sehen, ist das hier eigentlich ein recht profitabler Park. Durch die Schwimmbad-Tickets ist das natürlich schon ein Hammer. Also diese Schwimmbäder, die lohnen sich einfach. Und ja, ich würde sagen, so können wir den Park hier stehen lassen. Das haben wir ganz gut gemacht. Das ging ja jetzt auch relativ zügig. So waren es jetzt 4 Folgen. Ich hatte gedacht, vielleicht sogar in 3 Folgen. Aber das ging ja eigentlich ganz gut. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Nächste Folge geht es dann natürlich wieder weiter mit dem nächsten Szenario. Da können wir eben nochmal ganz kurz einen Blick raufwerfen. So, das nennt sich ein Nationalschatz, und weil wir erst bei 12 Minuten sind oder 11 Minuten, können wir da nochmal raufgehen. Zu seinen Glanzzeiten war dieses Mammutgebiet bei allen angesagt. Heute interessiert sich niemand mehr dafür. Sie haben bereits andere Vergnügungsparks in schlechtem Zustand wieder auf Vordermann gebracht, aber können Sie auch diese hilflose Maid retten und ihr einen Platz unter den Glanzstücken der Nation verschaffen? Das sieht ja schon mal ganz cool aus von oben. Da hat sich irgendein Mitarbeiter bei Arti, sehr viel Mühe gegeben. Das wollen wir natürlich dann, wenn möglich, auch irgendwie aufrechterhalten. Und danach haben wir dann schon Szenario 12. Das ist dann erstmal wieder das letzte vom Base Game. Danach machen wir dann wieder Soaked. Danach dann wieder Wild. Und dann die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Szenarien hier. Ja, erstmal recht herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wäre schön, wenn ihr da noch einen Daumen hoch hinterlassen würdet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.